Jolo und herzlich willkommen zu meinem letzten Case Opening für mindestens jetzt einen Monat. Und zwar wirklich mindestens. Denn ich habe es mir jetzt die letzten paar Dinger nochmal durchgerechnet und man muss schon sagen, also mir haben jetzt ein paar Leute geschrieben, ich hätte so unglaublich viel Luck. Finde ich persönlich nicht mal. Also es ist natürlich im Vergleich zu anderen Leuten. Es gibt natürlich immer Leute, die haben weniger Luck, aber es gibt halt auch immer Leute, die haben immer viel, viel mehr Luck. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern einfach nur, so langsam da schon eine richtige Sucht entwickelt und das will ich nicht zu krass gehen lassen. Also ich meine, ich habe, ja, es klingt ein bisschen blöder, ich habe momentan eh viel zu viel Geld. Ich kann mir jeden Scheiß kaufen, ja, aber heißt nicht, dass man es auch machen sollte. Und ich habe echt keinen Bock, jetzt hier noch mehr Kohle in Kies zu pumpen, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mein Steam-Guthaben leer. Wenn ich was beim Summer Sale sehe, was ich mir kaufen will, lade ich nur das auf. Und wie gesagt, das ist jetzt das Abschluss-Case-Opening sozusagen. Jetzt, weil es halt in den letzten Wochen so viel gab und es auch so enjoyed wurde, habe ich mir gedacht, dann machst du noch eins und dann ist Feierabend. Und dann mache ich jetzt wirklich mindestens, und das ist mindestens für einen Monat wirklich keins. Also vielleicht meine einzelne Case, wenn ich mal streame, das vielleicht schon. Aber jetzt so richtig 10 am Stück oder so oder auch einzeln offscreen mache ich jetzt nicht mehr. Also wenn überhaupt im Stream, aber das will ich eigentlich auch nicht machen. Also ja, da werde ich vielleicht mal schwach werden, aber ich streame sowieso nicht. Von daher ist das egal. Ja, aber ich will dann jetzt echt mal nächste Woche oder so. Irgendwann will ich mal streamen. Das kommt schon noch irgendwann mal. Keine Ahnung. Naja, aber wie gesagt, jetzt eben noch hier. Es ging noch gut auf 12. Ich habe schon gedacht, das wären nur 11, aber ich habe dann einfach noch einen Skin verkauft, weil ich habe so viele Items. Ich könnte so viele Skins verkaufen, ich behalte die jetzt erstmal noch, weil eventuell werde ich doch trade-upen. Mal gucken, ob ich irgendwas sehe, was man trade-upen könnte, und dann schauen wir mal. So, erster Key in die letzte Case, ja. Mechanics hier. Und wieso wieder Waffenkisten 2? Grund ist einfach der, da kriegt man halt den meisten Gewinn raus. Ja. Weil die Case Hardened, wisst ihr ja Bescheid, wenn die einen guten Zustand hat, beziehungsweise Stat-Rack ist oder einfach nur komplett Blue ist, machst du da richtig Fettkohle. Und die Blood Tiger Stat-Rack ist einfach so geil. Das ist wie, als würdest du einen Pinken ziehen. Einfach nur eigentlich besser als ein Pinker. So genial. Also bei der Case macht man einfach mit Abstand am wenigsten Verlust. Wirklich mit Abstand von allen Cases, die es gibt, ja. Ach komm, gib mir die P250 half. Ja. Und selbst die Crimson Web im abgefucktesten Zustand, also die SCAR 20, ist noch über 20 Cent wert. Also es ist wirklich, was ich finde, die geilste Case. Ich meine natürlich, die Cases kosten auch dementsprechend 20 Cent mindestens. Ja. Gut, okay, aber ganz ehrlich, das ist nicht wirklich viel. Und ich meine, egal was du bekommst, die 20 Cent von der Case hast du immer drin. Und wie gesagt, meistens kriegst du... Oh, die sieht... Ja, ist wieder nicht Factory New. Ja. Aber ich habe eh eine Stat-Rack. Also wenn, dann müsste ich schon eine Stat-Rack Factory New ziehen, dass ich meine mal austausche. Dann machen wir mal letzten Schlüssel in die erste Kiste. Vielleicht wird das ja mal was. Genau. Was ich aber wirklich... Also ohne Witz, ich will jetzt heute hier... Und jetzt will ich einen von diesen drei Skins ziehen. Es ist mir vollkommen egal, welche. Es ist mir vollkommen egal, welche Condition. Ich will einfach nur einen von den dreien. Weil es ist jetzt... Offscreen habe ich von den Waffenkisten 2 mit Abstand die meisten aufge... Oh, da war die Blood in der Water. Und da war die P90. Was ist das, ey? Ich sehe die halt... Ohne Witz, die Blood in der Water, die habe ich schon mindestens 15 Mal gesehen. Na? Allein schon beim letzten Mal 3 Mal. Und ich krieg's sie einfach nicht. Das ist... Oder nicht mal in der Nähe, ja? Wirklich. Die ist immer am Anfang drin, aber du niemals kriegst du sie. Aber heute will ich einen von den dreien haben. Das kann echt nicht wahr sein. Weil so selten sind jetzt pinke Skins gar nicht mal. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und die sind auch gar nicht wertvoll. Ich meine, die meisten pinken Skins sind weniger wert. Viel weniger wert als die Keys. Viel, viel weniger wert. Macht man sogar richtig fett Verlust, wenn man pinken bekommt teilweise. Vor allem bei den Chroma-Cases und so. Ohne Witz, bei den Chroma-Cases finde ich bisher am schlimmsten, wie da die Preise eskaliert sind. Come on, Blood in the... nicht Blood Tiger, meine ich. Nicht Blood in the Mortar. Bei die pinken Skins, also zum Beispiel die Galila Air Echo, die AK Cartel, die sind alle nichts wert. Also das sind ohne Witz, das ist so heftig. Die Kisten sind keine 6 Monate alt und die pinken Skins sind nichts mehr wert. Das ist, ich finde das so krass. Oder auch die Man of War. Ist jetzt, glaube ich, noch Factory New Stat-Rack ist gerade mal noch so über 150 Euro. Während die Hyper Beast neu rausgekommen, Stat-Rack Factory New immer bei mindestens, also die ist, glaube ich, gar nicht mehr mittlerweile auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, was ist der beste? Stat-Rack Nova! Einfach mal 350 Euro und ist gerade mal. Ne, Moment, die Man of War.
Ach nee, die Manowar ist eine Chroma 1 Kiste, ne? Ja gut, dann. Okay, aber trotzdem ist es so heftig. Also wie die Skinpreise droppen, das ist richtig krank. Puh, ja, es läuft nicht gut. Sechs Behälter geöffnet und bisher noch gar nichts bekommen. Nicht mal eine Case Harden nicht. Es entwickelt sich schon wieder gar nicht gut. Oh, komm schon. Es wäre jetzt so geil, wenn ich noch ein Knife ziehe. Ihr werdet alle so salty. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Egal welches Knife, ihr werdet alle so salty, aber. Ach, ich fürchte, das wird nicht passieren. Oh, da waren da waren zwei Statrex 5-7 und ich krieg die. Oh. Und ich krieg die Statrex Tech 9. Aber ich habe selbst keine Statrex Tech 9. Wenn die in dem guten Zustand ist, kann ich die benutzen. Weil meine. Ich benutze sogar die Blue Titanium. Meine ist aber nur. Einsatz erprobt und ohne Statrex. Ach nee, ich glaube, ich habe sogar einen Factory New. Na, ist ja auch egal. Boah, so eine Statrex 5-7, so komplett blue. Können wir schon mal einen 100er bekommen für. Aber nein, es wird nur die P250 Hive. Oh Mann, ey. Haben wir jetzt überhaupt schon mal einen Lilanen bekommen heute? Ja, doch, die Hämoglobin. Genau. Boah, aber wisst ihr, mit Abstand das Schlechteste, ohne Witz. Gabe, der denkt sich halt, jetzt wisst ihr was, der denkt sich jetzt gerade, der hockt gerade bei sich daheim vom PC. Eine Hand in der Hose, logisch, wie immer. Was machen so die richen Boys? Hockt so zu Hause, schaut's gerade so rein und sieht so, wie ich hier gerade Cases gekauft habe und Keys und schaut sich jetzt so an. Der hat doch gerade gesagt, der will hier aufhören. Der will keine Cases mehr aufmachen, jetzt für mindestens einen Monat lang. Der will mir kein Geld mehr geben. Wisst ihr was? Dann geben wir dem einfach nichts, ja? Damit er noch mehr aufmacht. Damit er nicht aufhört. Ja? Der Kerl, ey, ohne Witz, ey. Wenn du das hier siehst, Game, ich hasse dich. Sprichst kein Deutsch, von daher kann ich sagen, was ich will. Aber ohne Witz, Junge. Was soll das denn? Oh, wieder eine 5-7. Ich reg mich darüber auf, dass ich keine Lilanen bekomme. Dann kriegst du einen Lilanen. Das ist trotzdem nicht das Geile, weil es muss schon die 5-7 sein. Die Hämoglobin habe ich jetzt mittlerweile auch viermal, glaube ich. Die Hypnotic habe ich zweimal. Ich meine, gut, die 5-7 habe ich auch zweimal, aber ich meine halt, ja. Weil die komplett Blut zu ziehen oder so, ist auch wieder, das ist eigentlich genau die gleiche. Ach, come on. Aber Moment mal. Was zum Teufel ist das? Sieht total komisch aus irgendwie. Normalerweise ist die ja in. What the fuck? Die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Damn it. Ja, ich meine, es ist immer das Problem. Man regt sich auf, ja. Dann kommt es und dann ist es trotzdem wieder nicht richtig. Das ist einfach echt immer so. Noch eine Tech-9 Statrack. Oh Mann. Vorletzte Case. Vorletzte Case. Ach, come on. Senpai, please. So viel zum Thema mit der Kiste, habe ich bisher das meiste lag. Aber man muss es leider echt so sehen, bisher eigentlich immer noch. Weil, gut, natürlich die Breakout zweimal Cyrex gezogen bisher. Zweimal Water Elemental. Jeweils ein was in Statrack. Und, ja gut, ansonsten eigentlich nichts mehr. Sonst war da auch nur Bursche drin. Aber im Verhältnis gesehen ist die Waffenkiste 2 einfach allgemein besser. Weil selbst, wie gesagt, es sind selbst, da waren zwei Serums hintereinander. Ohne Witz. Was ist das bitte? Da sind zwei Pinke direkt am Anfang der Case. Ja? Direkt am Anfang der Case sind da zwei Pinke. Ohne Spaß. Und ich krieg die Pharma 6-Sane. Das ist doch nicht real, oder? Das ist doch nicht real. Oh man, Boys. Meine Boys. Jetzt haben wir es verkackt. Nochmal die ganzen Kisten hier, die mir nichts bringen, weil ich sie nicht aufmachen werde. Hier muss ich drauf, genau. So, was ist die Kampfspur? Ach, deswegen sieht die so aus. Aber ohne Witz, ich finde halt bei den Case Hardened Skins irgendwie, ich finde, da ist der Zustand egal, die sehen eigentlich immer gleich aus. Also gut, da sind ein paar Kratzer vorne drauf, okay. Aber jetzt ist da ganz ehrlich abgenutzt, schau dich das an. Ich meine, natürlich, die Farbe an sich ist nicht gescheit drauf, aber ich habe schon welche in Einsatzerprobt gesehen oder auch in abgenutzt, ja, wo halt auch voll viel Blau drauf war. Also, ich habe mir die mal angeschaut. Ich meine, der Zustand ist bei den Case Hardened eigentlich echt scheißegal.
Hier hatte ich ja relativ viel Glück, weil die ist ziemlich viel blau, zumindest in der Mitte. Aber wirklich der Zustand, finde ich, hat da recht wenig mit zu tun. Also man denkt immer, es ist der Zustand, aber es ist eigentlich nicht der Zustand, es ist einfach random halt. Na gut, die Farbe ist halt etwas blasser, aber ansonsten, ob die jetzt komplett blau ist oder nicht, oder nur halbblau, das hat mit dem Zustand, soweit ich zumindest weiß, mit meiner Bob-Meinung hier, nicht viel zu tun. Genau, was haben wir dann noch her? Hämoglobin? Ein Factory Newer müsste jetzt. Oder nee, Moment. Fuck. Welche hatte ich? Ach, ich kenne mich immer im Inventar hier nicht aus. Ja, heute. Ja, gut, das Problem war halt heute auch keine Dingens gezogen, ne? Keine Blood Tigers. Eine. Ach so, Moment, das können wir kurz anschauen. Da habe ich zwei gehabt. Eine habe ich in Factory New aufgehoben. Wieder Factory New? Ohne Witz, ey. Das ist so geil. Die Waffe kann einfach nicht in einem schlechten Zustand kommen. Ich finde das echt so lustig. Wenn man sie schon zieht, dann ist die immer gute Content. Also, ich habe bisher keine in Battle Scout gezogen. Immer Einsatz erprobt und höher. Das ist so geil. Ohne Witz. Aber ansonsten natürlich, ja, trotzdem nur 1,50 wert. Aber es ist besser als nichts, muss man wirklich so sagen. Man kann mit, wenn man nur Blood Tigers zieht, oder hauptsächlich Blood Tigers und dann halt noch ein Stat Rack, kann man halt echt mit Gewinn rausgehen. Ich finde das so geil. Wo es halt Blue Skins sind. Ich wüsste mal gern, wer die kauft. Ich wüsste mal echt gern, ne? Ich meine, natürlich, wenn man über sowas nachdenkt, wenn man die Leute in Frage stellt, dann versaut man noch seine Kundschaft sozusagen. Aber trotzdem, wert halt 12 Euro. Ich meine, die Blood Tiger sieht ja nicht schlecht aus. Ja, aber 1,50 für Factory New finde ich ja okay. Sage ich ja nichts. Aber die kostet wirklich 10, 12 Euro. Es ändert sich ja immer. In Factory New Stat-Track. Ich frage mich halt ehrlich gesagt, wer so viel dafür zahlt, weil dafür bekommst du eine Atomic Alloy in Factory New. Und die Atomic Alloy sieht schon besser aus. Ja? Oder eine Minimal Atomic kostet, glaube ich, 5 Euro oder so. Ey, also. Ich meine, es ist Geschmacksfrage natürlich, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem finde ich das einfach nur heftig. Also ich weiß nicht, wer es kauft. Aber naja, egal. Jo, dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Nicht Case Opening, aber halt sonst irgendwas. Ich meine, Overwatch kommt noch. Streams eventuell. Also ja, ihr wisst Bescheid, also, es kommt schon noch was, ne? Meine Boys. Und ja, dann zu irgendwas, bis zum nächsten Mal oder auch zu einem anderen Video. League of Legends. Schaut euch einfach alles auf meinem Kanal an. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns irgendwo da wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.